Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen jetzt mal gemeinsam ins Wochenende rein. Hier sind die News zum Wochenende. Mal sehen, was energetisch so auf uns zukommt, mit was wir rechnen dürfen. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung, bedeutet, dass du alles auf deine Themen umlegst. Und ich hoffe, du bist gut durch die Woche gekommen. Vielleicht hast du auch schon die Wochenbotschaft gesehen. Oder die Mittwochslegung, also die kommenden 48 Stunden. Und diese und die Wochenendlegung sind natürlich ergänzend zur Wochenbotschaft, aber du kannst es super gut nutzen für dich zum Reflektieren, um zu schauen, hey, okay, ja, was hat so gepasst, was ist auf mich zugekommen, was für Themen hatte ich eigentlich? Genau, und solltest du Hilfe und Unterstützung benötigen, privat für dich persönlich, dann schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten von Coachings, Heilsitzungen oder privaten Kartenlegungen. Und ich möchte mich auch mal von Herzen bei dir bedanken, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare. Schön, dass du hier bist. Und ich würde sagen, meine Lieben, wir starten direkt. Ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und mit der Wochenendenergie. Freitag, Samstag und Sonntag. Was kommt auf uns zu? Worum geht es? Was zeigt sich? Sehr schön. Freitag haben wir im Bewussten 10 der Kelche und im Unterbewussten haben wir Page der Schwerter. Wir haben offen liegen 2 große Arkana fürs Wochenende. Das passt zu der Energie, die ich wahrgenommen habe. Schon sehr abwechslungsreich, aber nicht aufregend. Also das erste, was ich bekommen habe, ist wirklich nicht aufregend, keine aufregende Energie, alles ist irgendwie still. Ich bekomme eine gewisse innerliche Ruhe, die uns begleitet am Wochenende oder die meisten zumindest. Und das ist so etwas sehr Erholsames für dein System. Wir schauen rein, also im Freitag. Möglich, dass du dir einen ganz gemütlichen Tag machst, vor allen Dingen in den Abendstunden, dass du ja an diesem Tag sehr viel für dich oder für deine Familie tust. Vielleicht triffst du dich mit lieben Menschen, mit Herzensmenschen und es geht viel um Gespräche, Gespräche auf Seelenebene, Gespräche aussprechen, das, was man fühlt, was man denkt. Eine sehr gemütliche Energie, die dich begleiten wird, aber dennoch etwas Erfrischendes hat, denn es ist möglich, dass du eine Botschaft bekommst. Etwas Neues wird dir übermittelt, vielleicht ein Geheimnis, vielleicht aber auch Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Also man kommt auf dich zu, vielleicht besucht man dich oder du erhältst eine Nachricht und hier geht es sehr darum, dass du etwas Neues erfährst. Und ich bekomme ein Gefühl rein, dass du erstaunt sein wirst. Es geht um eine Nachricht, die dich erstaunen lässt in irgendeinem Bereich. Solltest du einen Vogel hier als Haustier haben, also sowas wie ein Wellensittich oder ähnliches, dann achte auf die Zeichen. Macht dieser Vogel etwas ganz Bestimmtes zu einer ganz bestimmten Uhrzeit? Macht er immer dieselbe Geste? Wie auch immer, beobachte. Es könnte ein Zeichen für dich sein. Worum geht es noch am Freitag? Ja, Wandel. Es geht hier sehr viel um den innerlichen Wandel. Ich habe das Gefühl, dass man diesen Wandel erspürt in Form von, dass halt mehr Ruhe eingeht. Also, dass dieser große Sturm vorbei ist und dass man ruhiger wird. Dass man viel mehr ins Fühlen geht, viel mehr, Entschuldigung, wieder das Gehen, viel mehr in den Austausch.
der Gefühle und ja, auch hier, dass ich etwas lösen darf. Vielleicht, weil du in der Woche etwas geschafft hast, loszulassen, zu lösen, weil du irgendwie, auch wenn du es nicht benennen kannst, fühlst, dass etwas leichter geworden ist oder etwas gehen durfte und dass sich das irgendwie beruhigt. Es kann aber auch sein, dass du einen innerlichen Wandel machst, bezogen auf deine persönliche Entwicklung oder sogar die spirituelle Entwicklung. Und dennoch geht es weiter und deswegen, ich bekomme diese Energie unglaublich angenehm, denn du wirst ruhig und Ruhe kehrt ein. Auch ein Gefühl von Sicherheit oder Heilung, aber dennoch geht es hier weiter. Es ist nicht Ruhe gekoppelt mit Stillstand, es ist wirklich dieses, es tut sich was, es geht weiter. Botschaften kommen ja auch weiterhin zu dir und dennoch kann dich hier nichts aus dieser Ruhe bringen, weil du irgendwie auf Seelenebene gefestigt bist. Das ist sehr schön. Wir gehen in den Samstag. Da haben wir den Narr im Bewussten und die Sechs der Münzen im Unterbewussten. Und das natürlich mit der Narrenergie. Dich zieht es möglicherweise zu etwas Neues hin, zu neuen Themen, neuen Möglichkeiten, vielleicht zu neuen Menschen. Du bist am Abwägen, was du jetzt tun sollst. Was ist jetzt der clevere nächste Schritt? Bezogen auf ein Thema, auf ein großes Thema, was irgendwie mit dir gekoppelt ist mit Freiheit. Also wo du Kreativität walten kannst, kreieren kannst, dich frei bewegen kannst. Es ist etwas, wo du vielleicht auch hinreisen möchtest oder etwas, was du dir gönnen möchtest. Und du wägst ab, wie kannst du dir das entweder leisten, wie kannst du es dir möglich machen. Ganz viele werden auch Zeit gegen Geld aufwiegen, um zu erkennen, was einem eigentlich wichtiger ist, mehr Zeit zu haben oder wirklich mehr das Geld zu haben. Vielleicht entwickelst du neue Wege, neue Möglichkeiten für dich, das, was du bisher gemacht hast, entweder in der Tätigkeit anders zu machen oder es anders auszuleben. Sprich, dass du dir vielleicht mehr Freiräume nimmst, dafür weniger Münzen hast, dass du irgendwie deine Priorität verlagerst. Es geht sehr viel um Befreiung, Leichtigkeit. Es geht darum, sich zu befreien, eigenständig zu sein. Vielleicht überlegst du auch, in die Selbstständigkeit zu gehen oder dieses Thema begleitet dich schon länger und hier ist immer wieder das Abwägen, wie mache ich das am besten und so weiter. Das Wiegenlied, was wir hier als Energie haben an dem Tag, ist, dass du besonders auf deine Träume, auf deinen Schlaf achten darfst, besonders auf die tiefen Gefühle. Sprich auch die tiefen Ängste, die mit einhergehen, wo man abwägt. Also frage dich, was ist dein Worst Case? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das eintreffen würde und was würdest du dann tun? Alleine, dass man sich damit beschäftigt, gibt dir eine Art von Sicherheit, weil wenn es dann auf dich zukommen sollte, dann hast du das ja schon mal durchgespielt. Und das kannst du als Vorbereitung tun. Beschäftige dich mit dem Verborgenen in dir. Beschäftige dich mit deiner Kindheit möglicherweise. Denn auch der Narr hat eine kindliche, naive Energie. Und hier mit dem Wiegenlied könnte das ein Hinweis auf deine Kindheit sein. Was hat deine jetzige Situation in irgendeiner Art und Weise mit deiner Kindheit zu tun? Versuche darüber mal zu reflektieren oder vielleicht sogar zu meditieren. Eine Karte noch bitte für den Samstag. Ja, schön. Das Kleeblatt. Großes Glück. Also es geht hier wirklich darum, dass du dich auch mehr mit deinem Glück beschäftigst. Was ist Glück für dich? Ist es wirklich weiterzumachen wie bisher oder ist es hier wirklich etwas zu verändern? Veränderst du vielleicht die Sache an sich oder veränderst du einfach, wie du es auslebst? Beschäftige dich damit. Es ist etwas Schönes. Es geht sehr viel um dich. Du setzt den Fokus, auch wenn du im Außen dennoch da bist, zuhörst und im Austausch bist, nimmst du aber deine Innenwelt viel, viel mehr wahr. Und das ganzheitlicher. Denn es geht darum, dass du etwas befreit oder losgelöst hast. Irgendwas ist anders. Du kannst es vielleicht nicht erkennen, nicht benennen, aber du kannst es fühlen. Und hier ist das große Glück, denn im Fühlen, da beginnt alles.
Du kannst beim Manifestieren, musst du ja auch in das Gefühl gehen, als wäre es da. Du kannst dir sehr viele Sachen ermöglichen. Also bleibe bei deinen Vorstellungen und vor allen Dingen auch bei dem, was du erreichen willst. Beschäftige dich mit dem Best Case, also deinen großen Wünschen, aber schau dir natürlich auch mal die andere Seite an. Es geht hier sehr viel darum, dass du mehr in den Ausgleich kommst. Und wenn wir uns den Sonntag anschauen, ist genau das passiert, denn du hast es geschafft, am Ende, am letzten Tag der Woche, am siebten Tag, vielleicht natürlich auch einen anderen Baustein der Woche, aber du hast geschafft, in dieser Woche etwas zu vollenden, etwas zu lösen. Die Welt ist etwas Großes, es ist ein Abschluss. Ein Zyklus geht zu Ende, ein Schmerz geht zu Ende, der lange mitgetragen wurde, vielleicht ja auch wirklich, wie wir es ja gesehen hatten, mit der Ahnenthematik, dass irgendetwas gelöst, befreit wurde oder einfach erkannt wurde. Manchmal müssen wir Dinge einfach nur fühlen. Das Schwierige ist im Unterbewussten, bedeutet, deine Seele ist definitiv erleichtert. Die hat sich befreit von etwas. Du fühlst es. Doch was hier natürlich sein kann, im Bewussten mit den zwei der Münzen, du willst es verstehen. Du willst verstehen, was da passiert ist. Und das ist nicht immer notwendig. Wenn du es fühlst, wenn du innerlich weißt, irgendetwas ist besser geworden, dann geht es hier vor allen Dingen um die Akzeptanz. Es geht darum, dass du das annimmst. Denn auch, ja, so verrückt sich das anhört, wenn wir etwas loslassen und uns befreien von etwas und dann Leichtigkeit kommt und wir das irgendwie wahrnehmen, der letzte Schritt ist die Annahme. Freu dich, nimm es an, es ist weg, du bist befreit davon. Und wie sich das auf alles, was kommt, auswirkt, da kann man natürlich nur spekulieren, wie sich das auf das Geld auswirkt, auf die Münzen, auf die Stabilität, auf die Sicherheit. Aber das ist wieder der Kopf. Der Kopf will verstehen. Und dann begeben wir uns wieder in eine Spirale. Also rate ich dir, beschäftige dich einfach mit dem, was du möchtest. Und lasse dort deine Energien fließen. Hier sind zwei Karten rausgeploppert. Eine meiner Lieblingskarten ist mit dabei, Magie der Nacht. Auch wieder Hinweis. Hier haben wir den Hinweis auf die Nacht, hier auf die Nacht. Vielleicht ist die Nacht oder irgendetwas am Abend passiert, in der Dunkelheit, irgendetwas Mystisches. Es geht darum, dass du offen warst, bist, dich befreit hast oder dich befreist. Du hast innerlich eine Transformation angestoßen. Magie war in diesem Moment mit dabei. Dort ist das Gefühl von deiner inneren Weisheit, von etwas Magischem, dass dich irgendetwas begleitet hat in diesem Moment. Und das hat dich geöffnet. Geöffnet für die Magie, geöffnet für etwas ganz Neues, für eine neue Ansicht, vielleicht sogar für den neuen Blick auf dein Leben, auf deine Möglichkeiten sogar, auf das, was du erreichen kannst im Leben. Und das ist hier ein wundervoll großes Geschenk, denn mit der Welt hast du was abgeschlossen und beendet. Aber gleichzeitig, durch die Befreiung kommt auch etwas Wundervolles Neues zu dir, denn es geht hier in einen neuen Zyklus rein. Es geht hier in neue Möglichkeiten und du bist hier behütet und beschützt. Und das hat ganz, ganz viel mit der Seelenarbeit, mit deiner Seele zu tun, mit Dingen, die innerlich versteckt sind, die walten, die etwas mit dir machen, was du fühlst und wahrnimmst und du gibst dich dem einfach hin. Es geht hier wirklich um Heilung. Eine Botschaft für den Sonntag bitte noch. Wieder zwei, anscheinend an diesem Sonntag. Zwei der Münzen, zwei Karten und hier nochmal zwei Karten. Vielleicht ist die Zahl 2 für dich besonders präsent an diesem Tag. Wir haben die Mäuse und der Mond und wie gesagt, ins Fühlen gehen, Seelenebene. Du fühlst, dass etwas, was lange an dir genagt hat, was du lange mit dir rumgetragen hast, was vielleicht sogar in den Verlust gegangen ist, das durfte in Heilung gehen über die Gefühlsebene. Du fühlst es, du nimmst es wahr und es heilt. Also das Wochenende der Erkenntnis über Heilung, würde ich schon fast sagen. Wir haben unglaubliche Ruhe
unglaublicher Segen, der einkehrt, den du wahrnimmst. Ruhe auf Seelenebene. Irgendetwas ist in Heilung gegangen. Und wie gesagt, möglicherweise der Kopf möchte es erklären können, aber es ist nicht notwendig. Achtung, nicht dadurch in die Gedankenspirale gehen. Wir schauen uns mal noch komplett die Wochenendenergie an. Ich bin gerade schon drauf eingegangen. Ich möchte aber hier gerne noch eine Energie, eine umfassende Energie für das Wochenende haben, für das Seelenkollektiv. Ja, wow. Enlightenment, also es geht hier um das Erleuchten, die Erleuchtung, um die Erkenntnis, um das tiefe Wissen der Verbundenheit zu dir auf Seelenebene. Es geht hier darum, dass du möglicherweise wirklich Magie verspürst, vielleicht das allererste Mal sogar in tiefer Verbundenheit bist mit dir selbst, dass du fühlst, dass so viel mehr möglich ist für dich, für deinen Weg, dass du vielleicht, und Achtung, wenn dem so ist, hör genau zu, wenn du das Gefühl hast, dadurch, dass du jetzt etwas für dich erkannt hast oder befreit hast, dass du vielleicht in die Situation gehst und dich verurteilst, warum hast du das nicht schon früher gemacht, warum bist du das schon nicht früher angegangen, dann vertraue hier der Welt, vertraue, dass alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort passiert und dass das jetzt so kommen darf und dass du dieses Geschenk annehmen kannst. Denn es geht hier sowohl mit der Welt als auch mit dem Nah und mit diesem Schiff hier in etwas Neues. Der Anbruch einer neuen Ära für dich persönlich. Das ist die Hauptenergie, die uns begleitet und mit Ruhe und Stille, wie diese Karte auch ausstrahlt, segelst du genau in diese neue Ära hinein. Und zum Abschluss möchte ich hier gerne noch einen Rat haben für das Kollektiv, für das Wochenende, für die Legung. Was ist der Rat hier? Und ein Stopp. Oberste Karte soll es sein. Wow. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Ich raste aus. Fall into my arms. Surrender, holding the opposites, extremes of life. Ich raste gerade aus und zwar, wow, wirklich. Also am Mittwoch hatte ich ja Embrace the Magic, das Event, wo es um die Ahnen ging. Und nochmal Dank an jeden, der mit dabei war. Es war unglaublich toll. Und jetzt haltet euch fest. Es heißt Fall into my arms. Es geht hier um eine Umarmung. Und die Ahnen, die sind in der Ecke, ist das nicht der Hammer? Und das natürlich auch bezogen auf das, was ich sagte in der Wochenbotschaft, schau sie dir an. Es geht hier wirklich darum, dass du etwas umarmst, etwas gehen lässt, aber gleichzeitig auch etwas annimmst, dass du es gehen lässt. Und es geht hier mit der Samhain-Energie, die ich ja angekündigt habe, woraus überhaupt dieses Event entstanden ist. Und egal, ob du jetzt daran teilgenommen hast oder nicht, aber es geht hier genau darum, dass du diese Energie hier in der Woche nutzen kannst, habe ich auch gesagt, um etwas zu lösen auf Ahnenebene, dass du wieder etwas heilst. Und diese Umarmung ist die Heilung. Es geht darum, sich hinzugeben und auch die Extremen im Leben anzuerkennen, anzunehmen und damit loszulassen. Wow! Eine sehr, sehr schöne Botschaft und zeigt nochmal, dass wir in dieser Woche und möglicherweise besonders am Wochenende es wahrnehmen, in dieser Woche wirklich etwas losgelassen haben, etwas abgeschlossen haben. Manche bewusst, manche haben bewusst daran gearbeitet, sich hingegeben, etwas gemacht, meditiert. Manche spüren es vielleicht auch einfach nur. Nimm es an, denn jetzt geht's in eine neue Ära. Und damit wünsche ich dir von Herzen ein wunderschönes Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut.